Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die erste und zweite industrielle Revolution im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die erste und zweite industrielle Revolution. Die sogenannte erste industrielle Revolution begann ungefähr in der Mitte des 18. Jahrhunderts und hatte ihren Ursprung in Großbritannien. Ab etwa 1830 wurden zunehmend größere Teile Europas und der USA von dieser Entwicklung erfasst. Die Dauer der ersten industriellen Revolution wird für den Zeitraum von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, also von 1770 bis 1870, angegeben. Bereits seit längerer Zeit wurden Versuche unternommen, Maschinen, die mit Dampf angetrieben werden sollten, zu entwickeln. Die erste verwendbare Dampfmaschine wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1712, von Thomas Newcomen in England in Betrieb genommen. Diese erste Dampfmaschine hatte den Zweck, das in den Stollen eines Kohlebergwerks eingedrungene Wasser herauszupumpen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1764, wurde von James Hargreaves eine Spinnmaschine, die Spinning Jenny, erfunden, mit deren Hilfe es mit mehreren Spinnen gleichzeitig möglich war, besonders schnell Baumwollfasern zu Garn zu verspinnen. Der Einsatz dieser neuen Maschine erlaubte eine enorme Verbesserung der Produktivität, das heißt der Geschwindigkeit und Kosten in den Textilfirmen. Dem englischen Ingenieur George Stephenson gelang es bis in die 1820er Jahre, die Technik der Dampfeisenbahn entscheidend weiterzuentwickeln. Auf der Strecke zwischen Stockton und Darlington im Nordosten von England fuhr 1825 erstmals eine dampfgetriebene Eisenbahn mit der von George Stephenson gebauten Lokomotive Nummer 1, die Personen beförderte. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entstand in Europa ein zunehmend dichteres Eisenbahnnetz. Als zweite öffentliche Eisenbahnlinie auf dem europäischen Festland entstand in der Habsburger Monarchie bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen dem damaligen böhmischen Ort Budweis im heutigen Tschechien und dem oberösterreichischen Linz an der Donau eine Eisenbahn, deren Wagen von Pferden gezogen wurden, die sogenannte Pferdeeisenbahn Linz-Budweis. Die erste normalspurige, also die Spurweite bezeichnet den Abstand zwischen den Gleisen, Gebirgsbahn der Welt, die sogenannte Semmeringbahn, wurde von Karl Ritter von Geger in der Mitte des 19. Jahrhunderts, von 1848 bis 1854, geplant und erbaut und ist damit ein Meilenstein der Eisenbahngeschichte. Unter der sogenannten zweiten industriellen Revolution versteht man vor allem jene rasch voranschreitenden Entwicklungen und Erfindungen in den Bereichen der Chemie, Elektrotechnik und beim Verbrennungsmotor von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, also von 1870 bis 1945. Ein Beispiel für ein in der Zeit der Industrialisierung errichtetes Großbauwerk ist der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete Bau des Suezkanals, der 1869 eröffnet wurde und der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verband und eine wesentliche Verkürzung des Seeweges von Europa und der Westküste Amerikas nach Indien ermöglichte. Der erstmals in der Geschichte als Börsenkrach bezeichnete sogenannte Gründerkrach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1873, ist ein Beispiel für die einerseits zunehmende weltweite wirtschaftliche Verflechtung, also Globalisierung, und andererseits die enorme Bedeutung der Aktienmärkte für die ökonomische, also wirtschaftliche Entwicklung der Staaten. Im Zusammenhang mit der mäßig erfolgreichen Wiener Weltausstellung von 1873 war deutlich geworden, dass die Hoffnungen auf hohes Wachstum und große Gewinne sich nicht erfüllen würden. Diese Erkenntnis führte rasch bei Aktienbesitzern zur Sorge und bald Panik, das eigene in die Unternehmen investierte Geld verlieren zu können. Da viele Unternehmen und Banken zugrunde gingen, viele Menschen ihr Vermögen und die Zahl der Arbeitslosen wurde stark erhöht. Es folgte eine Wirtschaftskrise, die zwei Jahrzehnte andauern sollte. Der wirtschaftliche und technische Aufschwung der industriellen Revolution wurde immer wieder von Rückschlägen und Katastrophen wie zum Beispiel Zugsunglücken begleitet. Die Titanic war bei ihrer Fertigstellung in den 1910er Jahren in Belfast, im heutigen Nordirland, das größte Schiff der Welt. Die Titanic war ein besonders modernes Passagierschiff,
das mehr als 3000 Menschen inklusive der Besatzung von etwa 900 Personen aufnehmen konnte und allgemein als unsinkbar galt. Auf ihrer ersten Fahrt, der Jungfernfahrt, versank die Titanic im April 1912 im Nordatlantik, südöstlich der Insel Neufundland vor Amerika, weil sie seitlich mit einem Eisberg zusammenstieg. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema das Entstehen der USA im 18. Jahrhundert.